Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Varo, das etwas andere Varo, zusammen mit der Niki. Hallihallo. Hi, ich war gerade ein bisschen... Ja, wir haben uns eingebaut, wir wollten halt nicht sterben. Genau, und wir haben letzte Folge Diamanten gefunden. So ja, viele... endlich. Genau, so viele, dass wir uns jetzt ganz schnell einen Zaubertisch basteln wollen. Dafür brauchen wir ja noch ein bisschen Obsidian, aber das zickt ein wenig rum im Moment. Ja, und bitte pass auf, ich habe so eine Angst, bitte sterbe nicht. Ich versuch's. Ja, das geht mir echt voll auf die Nerven hier. Ich baue jedes Mal ab und da ist Lava drunter und dann ist es weg. So, das ist doof. Also ich habe auch ein bisschen Lapis noch in der letzten Folge abgebaut. Das finde ich gut. Hühnchen, geh bitte da weg. Das ist übrigens unser neues Haushuhn. Ja, wir haben ein Haustierchen. Genau. Aber wir haben noch keinen Namen dafür gefunden. Nee, vielleicht habt ihr ja eine Idee für uns, genau, wie wir unser Haushuhn nennen können. Haushuhn, das hat auch nicht jeder. Nee, wir sind was Besonderes. Sag Bescheid, dann glaube ich. Also ich hatte jetzt den Rest Eisen, den wir hatten. Oh, ich glaube, das mit dem Namen hat sich erledigt. Unser Haushuhn ist gerade in die Lava gesprungen. Oh nein, ehrlich? Scheiße. Ich habe da ein Loch gehabt und es hüpft einfach da rein. Ach nö, unser Hühnchen. Oh nein, das hat Selbstmord begangen. Ich glaube, es konnte uns nicht leiden oder so. Auf jeden Fall musst du mir das Video wie Schnipsel davon schicken. Ja, mach ich. Oh, unser Hühnchen. Oh nein. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Unschön. Voll das Suizidhuhn hier. Scheiße. Was macht das Huhn das denn auch? Oh, Essen Scheiße. Haben wir doch noch genug. Ja, ich habe ja nicht mehr das Fleisch davon bekommen. Es war also voll der nutzlose Tod hier. So. Ja, super. Toll. Ich habe 4 Obsidians. Dann brauche ich jetzt nur noch das Leder und dieses grasgrüne Zeug da. Zuckerrohr. Grasgrüne Zeug da, ja. Und dann können wir hier gleich einen Zaubertisch machen. Bist du gerade hier in der Nähe? Ja, da hinten sind voll viele Zombies. Oh, das ist weniger schön. Ja, aber die sind gefangen. Ach so, das ist gut. So, bitteschön. Dankeschön. Ich hätte auch sonst noch ein Hasenleder, leider. Nö, das brauchen wir nicht. Das reicht so. Machen wir hier schnell ein Büchlein. Büchlein ist fertig. Dann machen wir hier das. Warte mal. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir brauchen noch einen Diamanten mehr. Scheiße, wir brauchen... Nee, ehrlich jetzt? Ah ja, wir brauchen auf der linken und rechten Seite einen. Okay. Oh, Mist. Okay. Ich mache mir jetzt mal einmal kurz schon mal eine Eisenpickaxe. Jawohl. Wenn ich vielleicht auch was finden sollte. Ja. Und ich gucke jetzt mal da. Mal schnell laufen. Plopp. Ich war nämlich gerade hier in der Ecke. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier in die Ecke und nicht da hinten, wo ich gerade war, weil da sind ja dann schon Diamanten gewesen. Genau. Oh, es macht mir ja trotzdem irgendwie Angst, die ganze Zeit dieses Geräusch von Lava zu hören, ne? Ja. Das verunsichert einen ein bisschen. Wow, so wie jetzt. Oh, ist mir Lava von vorne gerade entgegengekommen. Ja, hier ist aber auch überall Lava. Ja. Deswegen, ich verstehe das nicht, warum hier keine Diamanten sind. Oder nicht so viele. Wahrscheinlich sind die alle weggeschmolzen. Ja, wahrscheinlich. Aber halten Diamanten das nicht normalerweise aus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da müssten wir mal Experten fragen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie so ein Diamant, sagt man Diamantschmied? War auch schon wieder Lava. Hauptsache, sie kommt nicht von oben irgendwie oder so. Nee, da passe ich auf. Da habe ich doch nur ein bisschen zu viel Angst. Das gibt's nicht. Ich glaube, wir müssen mal bald in eine andere Höhle rein. Ach man, ja gut, das machen wir dann auch morgen. Ja, denke ich, wäre vielleicht... Also in der nächsten Folge quasi. Da verziehen wir uns. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Glück dann. Ach, jetzt hat es einmal funktioniert. Das wird doch jetzt auch ein zweites Mal funktionieren. Kann doch gar nicht sein. Oh, hier ist schon wieder überall Monster, das ist unschön. Macht mir Angst. Und hier ist Kies. Ich hasse Kies. Ja. Es kostet Zeit. Ja, eine Schaufel wäre zum Beispiel auch mal eine gute Idee gewesen. Boah, stimmt. Aber gut, kann man ja auch eine Fackel für nehmen, theoretisch. Einfach drunter stellen und dann blub, blub, alles weg. Also ich baue mich jetzt hier mal so ein bisschen ein. Wie nicht, dass auf einmal ein Zombie hinter mir steht, das fehlt mir noch. So. Hier sieht gut aus. Toll, wieder Kohle. Das gibt's doch nicht.
zum Aufhören. Manu. Richtig Panik vor irgendeinem Vieh, was auf einmal hinter mir steht. Ich habe hinter mir nicht wirklich was abgesichert, aber alles ausgeleuchtet, also theoretisch. Wobei, naja, die können ja auch im Dunkeln spawnen und dann hinter mir herlaufen. Ja, das ist es nämlich. Also ich werde gleich erstmal wieder was hinter mir hinsetzen. So, dass sie halt nicht darüber springen können oder ähnliches. Ach komm, weißt du, wir freuen uns so voll und denken so, oh, yay, Diamanten, und da fehlt uns tatsächlich noch einer. Ein einziger, ja. Was haben wir bitte schön jetzt im Moment für ein Glück? Gar keins. Gar keins. So sieht's aus. Manu, gib mir Diamanten jetzt, los. Das hat letzte Folge auch funktioniert. Ja. Aber jetzt gerade nicht. Vielleicht müssen wir, ich suche mal nach Kohle. Vielleicht finde ich denn Diamanten. Ach so, okay. Ja, hier ist Redstone, den kann ich aber jetzt mal abbauen. Denn dann gibt's das ist gut für Fallen Levels und so. Und für Fallen. Na, dahinter ist Kohle. Aber manchmal. Und da ist Eisen. Ach komm, jetzt haben wir hier alle vier Dinge auf einem Haufen. Jetzt fehlen nur noch die Diamanten. Genau. Lass mich nicht im Stich. Oh, Diamanten, wo seid ihr? Vor allem, ich gehe eigentlich immer ganz unten lang tatsächlich, weil ich da am meisten irgendwie immer Glück habe mit den Diamanten. Aber irgendwie funktioniert meine Logik diesmal nicht so wirklich. Ich habe zu viel Schrott in meinem Inventar, ich muss erstmal kurz ausmisten. Schmeiß mal alles mal raus. Achso. Einfach mal ein bisschen geradeaus durch. Ich habe hier irgendwie 10 Stacks nur Bruchstein. Ja, wir haben aber auch schon ordentlich hier so längs gefarmt. Oh, ich höre keine Lava mehr, sondern nur noch Wasser. Okay. Jetzt. Wenn du Wasser findest, kannst du dir am Wassereimer machen, theoretisch. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, stimmt, ist eigentlich auch eine Idee. Komm schon. Mein Pickaxe ist gleich wieder putt, so wie jetzt. Jetzt mir erstmal gleich neu machen. Toll, jetzt höre ich wieder Lava. Was schreiben die denn da im Chat? Verstehe ich gerade gar nicht. Weißt du, ich habe auch da ehrlich gesagt gar keine Zeit für. Ach so. Mir darüber Gedanken zu machen, jetzt irgendwas im Chat zu schreiben. Nee, zum Schreiben nicht. Aber lesen tue ich immer so ein bisschen. Ja, lesen. Mal schauen, ob jemand schreibt, dass er gestorben ist oder so. Wie soll er denn schreiben, wenn er gestorben ist? Wo ist denn da die Logik? Oder der Partner schreibt, nein, ich bin alleine. Achso, ja, okay, gut. Das ist dann eher schon. Ach komm. So viel schon gespielt und gerade mal nur 3 Diamanten. 4. 4, ja, 5 bräuchten wir leider. Ja. Aber wenigstens habe ich schon mal Obsidian, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, wie gesagt, es fehlt nur noch dieser eine einzige doofe Diamant. Und dann werden wir alle glücklich. Alle glücklich und happy. So. Oh, jetzt geht wieder meine Spitzhacke kaputt. Oh, hi Lava. Na komm schon. Aber wir haben noch 10 Minuten, da ist noch locker was drin. Meinst du? Das kriegen wir hin. Ich hab's im Gespür, wir finden jetzt gleich. Irgendwer findet ihr. Du bist doch immer so die Diamanten. Ja, aber irgendwie jetzt gar nicht. Bei den ganzen Proben hast du dauernd Diamanten gefunden nach 2 ja, Minuten. Ja, ich weiß. Wie schlimm. Ist das Glück jetzt ausgeschöpft irgendwie? Weil ich hab Kies gefunden. Diamanten. Jawohl. Ehrlich? 1, 2. Ah, oh, Niki. Ja. Ach, das finde ich toll. 3. Hier habe ich eine weitere Hülle gefunden. Ein bisschen. Komm, schon noch 1 oder 2 mehr. Das wäre doch schön. 4. Ich glaube 4. Mal hier oben ein bisschen abbauen. 5. 6. Wow. 7. Und komm schon, komm schon. Oh, und 8. Yes. Sehr gut. Ach, ich finde hier gar nichts. Riech schlimm. So muss das sein. Was, dass ich nichts finde? Nein, dass ich. Einer von uns beiden irgendwas findet. Hier werde ich mal nach hier gehen. So, dann seid ihr das jetzt für Lava. So, ich spurte jetzt mal zurück und mache den Zaubertisch. Ja. Oben. Sehr schön. Ich sneake mal kurz, aber sonst brauche ich jetzt eine halbe Stunde, bis ich wieder da bin. Das wäre auch blöd. Ja, das kenne ich. Ich habe mich eigentlich nur gerade ausgebuddelt irgendwie.
Übrigens vielen Dank an Spark of Phoenix für diese wunderbare Diamantfindetechnik. Die habe ich nämlich von ihm geklaut. Hä, was denn? Dass man einfach immer nur geradeaus buddelt. Und ja, hab ich ja. Und dann kam mir zu viel Lava entgegen, also bin ich jetzt nach rechts gegangen. Achso. So. Oh, 9 Diamanten im Inventar, ist das schön. Das ist, ja, das ist voll schön. Aber ich habe im Moment so viel Pech mit den Diamanten. Ich finde gar keine. So, Zaubertisch ist da. Sehr schön. Geht wunderbar. Können wir dann auch gleich zurück. Ich werde jetzt hier meine letzte Pickaxe noch kaputt machen. Mhm. So, ich stell den schon mal auf und dann kann ich schon mal mein Eisenschwert, warte mal, wie viel Eisen habe ich denn jetzt? Jetzt können wir nämlich dann Eisenschwerter wieder bauen. Wieder Lava. Bis zum geht nicht mehr. Ups, was mache ich denn? Ich habe auch noch 11 Stück. So. Ach so. Habe ich leider nicht genug Eisen für. Mal das rausschmeißen. Na. Okay, perfekt. Und dann stelle ich ihn mal hier neben dran. Also Vorsicht, ich schmeiß mal hier hier mein ganzes Zeug rein, was ich jetzt im Moment mal voll gar nicht brauche und viel zu viel davon habe. Mhm. Okay, so. Ich habe übrigens über einen Stack Lapis Lazuli. Okay, ich habe 20. Okay, das reicht. Aber ein bisschen. Das reicht auf jeden Fall. So, Schärfe 1. Ich versuche, also wenn irgendwo mal Feuereffekt drauf ist oder so, dann werde ich den auf jeden Fall drauf machen. Ja. Ach, Mist. Wie viel Holz hast du noch? 8 Bretter und 3 Stöckchen. Haltbarkeit, Schärfe, dann ist es der Gliederfüße. Wir nehmen Schärfe. Auf jeden und Fall. Und ich habe mein Steinschwert auf Schärfe gemacht. Gut. Schärfe. Schärfe. Wir brauchen noch einen Amboss, ne? Ja, dafür brauchen wir noch Eisen. Oh ja, stimmt. Schärfe. Bann? Brauche ich nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Ich habe noch 7 Eisen. 2, 3. Warte mal, ich habe noch 4 Stück, die kann ich in den Ofen werfen. Wie kriege ich denn nochmal den Amboss zusammen? Wir brauchen 3 Dings, wie heißt denn das, wenn man 9 Stück auf einmal macht? Also 3 Blöcke. Eisenblock. Genau. Und dann noch zusätzlich 4 normale Eisen. Okay, weil einen Eisenblock habe ich schon mal. Nee, Moment, 4 Eisenblöcke und 3 normale so rum. Wow, Spinne. Und ich habe kein... Nein, Niki, hilf mir mal, weil ich habe gerade kein Schwert in der Hand. Okay, ist oh, tot. Bin ich blöd. So, jetzt nehme ich aber wieder mein... Warte mal, wo ist mein Steinschwert? Ach so, das habe ich jetzt auch verzaubert auf Schärfe. Ja, hast du das auch gemacht? Ja, weil ich zwischendrin keine Schärfe bekommen hatte und dann habe ich was anderes kurz verzaubert, damit sich das wieder ändert. So, und das heißt, wir müssen jetzt... Da kommt noch ein Zombie. Wo kommen die denn alle her auf einmal? Eisen finden, so viel wie wir kriegen können. Wollen wir irgendwie mal zusammenlaufen, was vielleicht ganz gut wäre irgendwie? Ja, also ich gehe mal kurz hier nochmal hintere, weil da weiß ich, da war auf jeden Fall Eisen, was ich vorhin liegen habe lassen. Okay. Mach mal, ich folge dir mal jetzt einfach so. Okay. Ich werde mir jetzt nicht einfach so einen Block hinsetzen. Okay. Sehr schön. Ey, wie weit du aber auch gelaufen bist. Ja. Es war schon ein bisschen was. So, und hier hinten war nämlich noch ein bisschen Eisen. Das baue ich jetzt gerade mal dann ab. Aber wir brauchen schon einiges an Eisen. Was hatten wir denn jetzt noch vor dem Ofen und so? 4. Deine 4 hatten wir jetzt noch. Ich habe jemanden gefunden! Na, endlich! Ja! Hä, wie hast du das jetzt gemacht? In meinem Gang? Zeit. Ja, ich bin da hinten bei deiner Kohle da. Mhm. Bin ich halt ich weiter. Ich wusste es, dass da was war. Ich habe extra deswegen da ein Loch gegraben, weil ich wusste, da war nämlich das Eisen, die Kohle und das Lapis Lazuli. 5, 6. Dia-Rüstung. Alter, jetzt funktioniert das doch mal hier. Oh, sehr nice. 6 Diamanten. Oh, endlich auch mal Glück. So, geil. 6 Diamanten hast du, ich habe 7. Ja. Okay, das gibt fast 2 Harnische. Wenn wir jetzt noch ein Glück haben, cool. Dann können wir uns 2 Dia-Harnische basteln. Ja. Ich werde mal hier weitergehen. Mal gucken. Okay, und ich guck mal aber ein bisschen in der Höhle rum, wo wir noch ein bisschen Eisen haben liegen lassen vielleicht oder so und sammle das dann geschwind noch ein. Eine gute Idee, pass auf wegen den Viechern. Ja, mach ich. Oh, geil.
endlich auch mal Glück. Ich dachte schon, ich finde nie irgendwelche Diamanten. War schon Sorgen gemacht. Aber am Ende ist doch alles gut. Ja, zum Glück. Ah, wo lang? Da ist noch ein Huhn. Unbedingt noch. Da ist noch ein Huhn. Es ist wiederbelebt worden. Oh, hallo Huhn. Wir müssen mal gucken. Was wollte ich sagen? Hab ich vergessen. Das müssen wir auf jeden Fall gucken, da hast du vollkommen recht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist total Fall, wichtig. Wir brauchen noch ganz schön viel Eisen, ne? Achso, wegen mein Gold, da müssen wir auch nochmal hin später. Achso, ja. Da ist ja irgendwo eine Mine von mir. Huhn, geh weg, sonst erschlage ich dich, Mensch. Was ist das, auch ein Suizidhuhn hier? Was, ist es auch getötet? Nee, aber es hat sich direkt vor meine Klinge geworfen, als ich was abbauen wollte, aber ich habe es nicht geschlagen. Vielleicht kommen sie nicht mehr raus. Und sagen, deswegen töte mich. Genau. Die möchten nicht in der Höhle leben, die wollen ins Sonnenlicht. Ja. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Komm schon, brauchen Amboss. Schon wieder Kies. Was will ich denn mit Kies? Freue ich nicht. Ah, hier ist noch Gold. Nehmen wir auch mit. Dann müssen wir gucken, dass wir auch irgendwie Äpfel oder sowas dann später finden. So, ich leuchte mal noch den Rest der Höhle. Ah, hier ist noch ein bisschen Eisen. Noch mehr Kohle. Also Kohle, da kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Wir machen uns eine Kohlerüstung. Ja, wäre cool, wenn es gehen würde. So, da die dann so dunkel ist, dass man quasi von anderen nicht gesehen werden kann oder so. Ja, richtig, richtig gute Idee. Ich kann mir jetzt nur 4 Fackeln machen, weil ich dann danach kein Holz mehr habe. Ja, dann können wir dann auch nachher, wir müssen ja nachher eh raus aus der Höhle, ja, wieder ein bisschen Holz holen. Wir haben aber noch Stimmt. 2 Minuten hier unten. Vielleicht finden wir noch jemanden. Oh, da ist eine Schlucht. Da gehen wir lieber nicht lang. Nee. Nee, keine Lust. Ah, da unten ist noch Eisen. Ich bin schon wieder mal dran vorbeigelaufen. Was ist denn los? Ich habe auch Eisen gefunden. Eisen und Kohle auf einen Haufen. So. Sehr gut. Also ein bisschen was an Eisen habe ich, aber es reicht natürlich jetzt noch nicht ganz für einen Amboss. Also wie ein Eisengedöns habe ich schon, ein Eisenblock. Schon wieder Kies. Okay. Gibt's auch nicht. Ah, da oben ist auch Eisen und Gold. Eisen und Gold. Ich habe da ja irgendwie immer dieses Gefühl, dass da dann irgendwie immer was ist, ne? Wenn da so viel Erze auf einen Haufen sind. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir ja nachher in der nächsten Folge raus müssen hier. Ja, aber vielleicht haben wir den Glück, dass wir uns irgendwo anders hinsetzen. Aber wir haben wenigstens schon mal den Vorteil, ich hoffe, dass wir vielleicht gleich Glück haben, genug Eisen haben, dass wir uns einen Amboss machen. Ja. Inventar ist so voll. So, jetzt. Links sind jetzt nochmal lang. Ja. Okay, 29 Sekunden. Ich baue alles ab. Ja. Auf einem Zaubertisch. Das ist ja, unserer. Das ist ganz wichtig. So. Und ich habe noch Eisen gefunden und Kohle wieder auf einen Platz. Und dann komme ich auch gleich zurück. Jawohl. Klar, da wäre es zwar cool gewesen, nochmal wirklich jemanden zu finden, sodass wir jeder uns einen Harnisch machen können. Ach, das wird in der nächsten Höhle so sein. So, abbauen. Die 15 Minuten sind um. Achso. Ja gut, dann das heißt, also wir können hier reden und ich laufe dann einmal zurück schon mal. Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, sind gerade dabei, uns jetzt hier unsere Schwerter zu verzaubern. Genau. Das machen wir nächste Folge auf jeden Fall mit Amboss dann. Richtig, und sind dann halt auch dabei, ganz viel Eisen zu suchen, zu finden und dementsprechend unsere ganzen Sachen zu verzaubern. Jawohl, dann schaltet morgen wieder ein. Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Ich weiß jetzt gar nicht, war das jetzt rechts oder links, wo ich lang musste? Ich weiß es nicht. Nee, da muss ich lang. Okay, schaltet morgen wieder ein, dann wird's lustig und hoffentlich schaffen wir es, einen Amboss zu bauen. Genau, also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.